Hallo, herzlich willkommen zu einem Erkundungsteam Himmel Let's Play. Das letzte Mal hatten wir wieder ein bisschen Story dabei und sind aber auch ein bisschen im Dungeon gelaufen. Und wie auch letztes Mal fangen wir dieses Mal sofort wieder an mit einem neuen Jobgedöns. Hier, dieses Mal nur einen sogar. Aber Belohnung? Fragezeichen, ich bin mal gespannt. Vielleicht ist es ja ganz schön. Toll, ja, wer weiß. Wohin wollen wir denn hin? Ja, natürlich zum Hornberg. Doofe Frage. Warum fragst du mich eigentlich? Mann. So, Rabbit, mal vernichtet erstmal. Okay. Ich hab grad zwei Tasten verwechselt. L und R. Ich dachte, es wäre andersrum. So. Huch, was war das? Es laggt ein bisschen. Was mir gar nicht gefällt. Nur dummerweise. Kannst. Muss ich vielleicht neu starten? Weil. Das hackt immer kurz. Finde ich gar nicht cool. Vielleicht tut sich's wieder ganz machen. Ich hab. Ah, ich glaube, ich habe dieses Mal nicht als Administrator geöffnet, was ein Problem sein könnte. Ich hoffe mal, das reißt sich noch irgendwie zusammen. Wenn nicht, ja. Starte ich kurz neu. Also. Ey. Moment, wir müssen auch mal schauen, welche E13 brauchen wir einen Belebersamen, der ja hier zum Glück nicht mehr benutzt wird. Ich weiß gar nicht, ob das, wie das dann gewesen wäre in anderen Mystery Dungeon, ob das auch noch benutzt werden würde, getan tut, wenn wir einen Gegner töten, ob das eingesetzt, ob die das einsetzen, selbst wenn es ein Quest-Item ist oder so. Das wäre natürlich ziemlich scheiße. Aber, na gut, keine Ahnung. Das Spiel ist halt manchmal ein bisschen unfair. Was gar nicht so schlimm ist. Irgendwie finde ich es nicht so schlimm. Weil, da ist nicht alles immer ultra easy. Manchmal passieren halt mal solche Sachen wie Monsterräume, die einem irgendwie das Genick brechen. Also wirklich richtig hart das Genick brechen. Wie auch immer man jemanden schwach das Genick brecht. Oder so. Oder weich. Egal. So, sorry, kurz gemutet gehabt. Ja. Was ich schon wieder für Scheiße labe. Ich glaub's einfach nicht. Aber, na gut, was soll man machen? Wir haben. Ich will's eigentlich gar nicht mehr erwähnen, aber es ist halt schon irgendwie hässlich warm. Erreicht Level 19. Oh mein Gott! Eine neue Attacke. Bitte was Gutes. Bärenkräfte. Ich glaube nein. Ist wahrscheinlich eine verdammt gute Sache sogar. Ausnahmsweise. Ist bestimmt eine starke Attacke, wenn man so richtig einsetzt hier. Aber ich glaube nicht, dass wir das irgendwann mal jemals richtig einsetzen werden. Vor allem hier kann man ja auch öfters mal Bären finden. Also es wieder ein bisschen cooler macht. Aber. Zu viel Arbeit. Ich kann die Musik einfach nicht nachsummen. Dazu bin ich zu dumm. So, exacto! Eigentlich muss ich nichts machen hier. Die halten mittlerweile nicht mehr sehr viel aus. Warte mal, hier, wann sind wir denn? Ich habe gerade schon geschaut, okay. Wir sind schon ein ganzes Stückchen weiter hinter Hunty vom Leveln. Was soll das eigentlich, hä? Ja. Puh. Puh. Die hier gehen alle ziemlich schnell kaputt. Und so wenig XP geben sie gar nicht. Obwohl, wenn wir mal überlegen, wie abnormal viel XP wir so brauchen für ein Level-Up, dann braucht es schon eine Weile. Hör auf zu laggen, Spiel! Dreck! Nom! So, ich glaube, ein Gegner sollte ich auch Level Up sein. Ich hoffe, ich krieg auch mal eine neue Attacke. So langsam geht es auch nicht mehr. Welche Stufe? Ebene? 11, oder? 13, oh. Das braucht ja eine Weile. Easy. Tschüss. Level 19! Schade, keine Attacke. Mann! Okay, diese eine Fähigkeit von diesem Aerodactyl ist hier in dem Spiel sogar ganz schön ätzend nervig. Normalerweise nur verdammt selten ein Problem in Pokémon-Spielen hier, aber wirklich ziemlich nervig. Also die Attacke, dass, die Fähigkeit, dass, Attacken doppelt so viel AP brauchen fürs Einsetzen.
kann echt richtig scheiße sein. Genauso wie die Attacken oder Fähigkeiten oder ich glaube, das war eine Attacke, die dafür sorgt, dass die AP einfach weg sind. Oder die, es gibt auch noch Fallenfelder, wo das gleiche passiert und die sind einfach nur scheiße zum Kotzen. Weil dann hat man keine AP mehr auf der Attacke und dann braucht man halt ein Top-Elixier, wenn man es nicht zufälligerweise jetzt hat und halt, ja, hat man nichts mehr zum Angreifen. Schlimm, schlimm. So. Ich meine, wir handeln das hier ziemlich gut. Und auch noch drei Ebenen. Oh. Yay! Tod und Verderben allen Papinellas! Wir rotten jetzt die Papinellas aus. Finde ich gut. Ja, die braucht doch eh keiner. Schmetterlinge sind doch nicht wichtig. Richtig, richtig? Die sind doch nicht wichtig, richtig? Doch, sind sie schon, aber nicht so wichtig. Ja. Oh Mann. Das Doofe ist, wir haben ja kein Tackle mehr. Ich benutze unser Biss wie Tackle einfach nur eine Attacke, die wir einsetzen können, wenn wir eine Attacke, wenn wir nichts Starkes brauchen, aber was so halt trotzdem die Gegner noch mehr Schaden macht als einen normalen Popelangriff. Aber ja gut. Es ist der einzige Nachteil, wenn man halt, wenn wir hier jetzt schauen, Biss hat noch 19 AP. Aber sonst haben wir nicht unbedingt viele Attacken mit viel AP. Und es gibt ja auch noch Attacken, die noch viel weniger AP haben. Die halt so, die ganz starken Attacken eigentlich. Die haben dann verdammt wenig AP. Und das ist halt schon kacke. Da lohnt sich dann halt auch mal, mehrere Attacken vom gleichen Typen auf einem Pokémon zu haben. Einfach nur einmal, um böse Monster kaputt zu hauen. Und einmal, um einfach mal so halt reinzuhauen. Und nicht immer auf die AP zu achten, weil es gibt halt schon Attacken, die haben, glaube ich, nur 6 AP oder so ein Scheiß. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Heilige, was für ein Arschkopfgegner. Ganz ehrlich. Kann ich. Geht es so? Nein, ich essen. Okay, das funktioniert. Dann sind wir gesichert. Gesaved. Ich glaube, wir haben noch einen. Plosivsamen. Eieiei. Gott verdammt. 31 Schaden! Plosivsamen? Ich habe gerade echt richtig hart verkackt. Oh, du dreckiges. Verwirrung ist ziemlich scheiße, weil wenn ich jetzt was anderes mache, außer halt Item zum Beispiel einsetzen, dann hör auf. Weg hier. Weg hier. Fuck you. Eieiei, was für Arschviecher. Verwirrung ist in dem Spiel zum Kotzen nervig. Und ich muss jetzt aufpassen. Ah, komm. Den kriegt man so kaputt. Fuck you. Und auch nicht ruckzuck, ist schon weg. Ich würde mich hier gerne ein bisschen hochheilen. Okay, so viel dazu. Einfach weiter, wir brauchen hier nur einen Belebersamen. Oh mein Gott. Ja, jetzt haben wir die Attacke. Egal. Fuck you. Hier. Einfach draufhauen. Du dreckiges Gegnerfee. Fuck you. Hör auf mit der Verwirrung. Wie nervig. Verwirrung ist so zum Kotzen. Genauso wie all die anderen Status-Moves, die sind hier in dem Spiel. Oh, danke. Ziemlich kacke. Weiter. Es war überraschend knapp an einer Stelle. Heieiei. Vielen Dank für das Item Belebersamen. Was krieg ich jetzt? Ich krieg Fragezeichen. Oh. Ach so. Toll. Ja, natürlich. Was für eine wundervolle Belohnung. Wir haben jetzt ein Kabuto. Die, so eine schöne Belohnung. Alles herkommen, Zeit fürs Abendessen. Yeah, lasst uns. Stopp, Pokémon! Bevor wir zu Abend essen. Es gibt da noch etwas, das ich euch mitteilen will. Komm schon, da draußen. Ruhe bitte! Wie wir gerade erfahren haben, es wurde noch ein Zahnrad der Zeit gestohlen. Was? Bing. Noch ein Zahnrad der Zeit? Es wurde noch eins gestohlen. Ist es vielleicht das vom Nebelsee? Nein, ist es nicht. Das gestohlene Zahnrad der Zeit ist nicht das vom Nebelsee.
Anscheinend war es ein anderes. Aber das ist bereits das zweite Zahnrad der Zeit, das gestohlen wurde. Es wäre ausgesprochen schlimm, wenn ein drittes gestohlen werden würde. Seid versichert, dass ich euch allen voll und ganz vertraue. Aber ich muss eins klarstellen. Ihr dürft niemals irgendwem erzählen, was ihr auf unserer Expedition gesehen habt. Verstanden? Natürlich. Ich habe keine große Klappe. Ich werde das Versprechen an Selfie nie vergessen. Die Nase juckt. Okay, okay. Seid alle still. Es tut mir leid, dass ich euch aufgehalten habe. Ohne weitere Umschweife. Einen Moment. Sorry. Auf die Plätze. Fertig. Ja. Stopp, stink, schmarsch. Okay, war ein schicker Wort. Stopp, stink. Ich wollte es schnell sagen, aber hat nicht so ganz geklappt. Mond. Kein Mond. Vor dem Essen sagte Blaudergeil, dass noch ein Zahnrad der Zeit gestohlen wurde. Jetzt sind es schon zwei. Ich kann mir nicht vorstellen, wer sie stiehlt. Was soll irgendwer überhaupt mit Zahnrädern der Zeit anstellen wollen? Ich verstehe das nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, ich habe zwar schon wieder vergessen, ich habe den Witz von der letzten Folge vergessen mit den ganzen Beyblades, weil sonst hätte ich jetzt eine viel coolere Antwort gewesen, hätte ich jetzt die ganze Zeit gehabt. Hätte ich jetzt die ganze Zeit irgendwie statt Zahnräder der Zeit Beyblades gesagt, hätte ich irgendwas Gutes antworten können, aber ich habe es selbst verkackt, sorry. Aber als ich am Nebensee zum ersten Mal ein Zahnrad der Zeit sah... Oh, als ich das Zahnrad der Zeit sah. Warum hat mein Herz da so wild gepocht? Ich denke mir wahrscheinlich zu viel dabei. Mein Puls fing an zu rasen, als ich das Zahnrad der Zeit sah. Und dass die Zahnräder der Zeit gestohlen werden, das hat halt keinen Zusammenhang, ey. Weißt du, wenn ich so darüber nachdenke, schon wer? Es kommt mir so vor, als wäre die Expedition zum Nebensee schon sehr lange her. War dieser Ausblick nicht fantastisch? Es war wie in einem Traum. Wie es Selfie wohl geht. Ob es ihm wohl gut geht? Ich wusste es. Ich wusste, ich hätte ihn nicht trauen sollen. Kurz nachdem sie ging, da kam ein anderes Pokémon. Aber dieses Pokémon... Es stahl das Zahnrad der Zeit. Ich hätte es tun sollen. Ich hätte ihr Gedächtnis löschen sollen, als ich die Chance hatte. Ich weiß nicht genau, wovon du redest, aber du irrst dich. Niemand hat mich hergeführt, niemand hat mir von diesem Ort erzählt. Dass es hier ein Zahnrad der Zeit gibt, weiß ich schon lange. Ich will keinen Streit mit dir, aber ich werde es mitnehmen. Das dritte Zahnrad der Zeit. Oh mein Gott! Der nächste Morgen! Aufgestanden und ab dafür, es ist morgen! Guten Morgen schon, wer? Hi! Oh Mann, immer. Immer dieser Krakeler, irgendwann mal stopfen wir ihm Seife in seinen... In seine Tröten. Und direkt ganz mit einem Lachen werden wir es machen. Okay, Pokémon, seid in Arbeit zu gehen. Ja! Bam, bam, bam. Gehen wir unser Bestes, so wie immer, klar. Was? Da fehlten aber ein Ausrufezeichen und ein Fragezeichen. Was ist los? Okay, verstanden. Wartet. Ihr zwei, Timon und Zahl. Was, wie, wo? Hast du uns gerufen? Es ist Besuch weiter. Besuch? Sie warten am Gildeneingang. Sie? Geh zu ihnen. Wer könnte das sein? Oh. Hat ihr schon wer? Hallo. Oh, ihr seid es. Wir haben gehört, dass wir Besuch haben. Seid ihr der Besuch? Nein, du Vollidiot. Wer denn sonst? Wir wollten die Mann zum... Bitte Hilfe bitten. Um Hilfe? Ja. Yep. Er möchte uns helfen, unseren Schwimmreif zu finden. Euren Schwimmreif? Habt ihr nicht schon früher danach gesucht? Nach diesem Schwimmreif? Ja, jemand hat gesagt, dass er am Strand liegt. Wir haben dort nachgesehen. Aber er war nicht da. Stattdessen haben wir das hier gefunden.
Dieses Stück Papier. Es steht da was drauf. Ih, da ist ja überall Kacke dran. Hanti liest die Nachricht auf dem Stück Papier. Mal sehen, was da steht da. Der Schwimmreif, der am Strand lag, er gehört jetzt uns. Versucht ihn uns abzunehmen. Wir warten im tiefsten Teil der Ampere-Ebene auf euch. Mein Gebiet. Aber ihr seid so schwächlich und schreckhaft. Ihr könnt uns wahrscheinlich nicht einmal finden. Tschahaha. Welcher Depp schreibt da Tscha? Ach, egal. Zu viel für euch, dann rennt doch zu euren großen Freunden und fleht sie um Hilfe an. Hey, diese Nachricht ist... Es ist ein Erpressbrief, oder etwa nicht? Ihr Kleinen, versprecht mir, dass ihr nicht selbst geht. Ich vermute einen Fall. Eine Falle, ja. Aber der Schwimmbrief bedeutet uns sehr viel. Wir wollen ihn unbedingt wiederhaben, aber ich kann Zahnsuchel nicht an einen so gefährlichen Ort mitnehmen. Ich habe gesagt, ich gehe mit. Es ist zu viel für dich, ich will nicht, dass du gefahren hättest. Ich ging alleine zur Ampere-Ebene. Aber dort leben viele Elektro-Pokémon. Mit denen kann ich es nicht aufnehmen. Ich habe es oft versucht, aber sie haben mich jedes Mal sofort besiegt. Ich hasse es einfach, dass ich so schwach bin. Kein Problem. Ich weiß, was wir machen. Wir werden den Schwimmreif für euch holen. Dun, dun, dun. Wirklich? Das würdet ihr tun? Na klar. Also kein Tränen mehr, okay? Okay. Tut uns leid, dass wir euch damit belästigen. Danke. Ihr solltet mal eure Gesichter sehen. So viel Wein und Lachen. Na, komm schon. Aber keine Sorge. Wir holen ihn zurück. Das ist ein Versprechen. Und Versprechen soll man nicht brechen. Gehen wir schon mehr auf die Ebene. Wupp, wupp, wuh. Na klar. Wow. Endlich mal ein Ort, wo ich nicht von bösen Pokémon gepopelt werde, weil ja, Elektro und Boden. Gott verdammt, ich war gerade gemutet. Wie lange war ich gemutet? Ich glaube nur ganz kurz. Okay. Wenn nicht, ist es ein kleines Problem. Ich beende gleich die Folge. Um zu gucken. Moment mal, wir haben eine, ja, die Boxen. Ja, ich tue die. Ich behalte sie mal ein bisschen die Boxen. Gott verdammt. Die Boxen. Und tue sie dann so aufmachen, weil wir ein paar mehrere haben. Boop, boop, boop. Buh, 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 buh. Buh. Das war's. Okay. La, ja, ja, da, da. Noch etwas? Nein. Ich muss noch ein bisschen kurz einen Gummishake machen und dann geht der schon. Hallo. Hallo. Bestellen. Wir wollen ein Silbergummi. Oh, natürlich für den Hanti. Ja. Silbergummi, bla bla bla. Schütteln, shaken, schütteln. Oh ja, Quirle und Trefette. Angriff steigt. Oh, nee, nee, das war schon. Hui. Okay. Dann beende ich jetzt mal kurz die Folge. Oh. Ja, kurz. Nicht ganz. Moment. Mir fällt noch ein, auch wenn wir noch nicht die jetzt machen werden. Wir sollten die mal kurz schauen. Oh nein. Oh nein. Ich will keine Rest, keine... Okay. Nehmen wir davon mal nichts an. Aus Gründen. Egal. Ich beende jetzt einfach mal die Folge und das nächste Mal gehen wir dahin, wo die zwei... erpresst werden und dann machen wir da mal alles kaputt. Und so. Egal. Ich bin jetzt die Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.